Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer. Sich schnell durch ein Dokument bewegen. Neben den Navigationsfunktionen der Statusleiste können Sie auch das Navigatorfenster und die Symbolleiste Navigator nutzen. Das Navigatorfenster rufen Sie wie folgt auf. Sie klicken auf dieses Symbol oder drücken die Taste F5. Oder machen einen Doppelklick in diesen Bereich. In Writer können Sie die Symbolleiste Navigation auch anzeigen lassen, indem Sie auf das kleine Icon klicken, das sich in der unteren rechten Ecke des Fensters unterhalb der vertikalen Bildlaufleiste befindet. Die Symbolleiste Navigation zeigt Symbole für alle Objekttypen im Navigator an, zum Beispiel die Ergebnisse eines Suchbefehls. Klicken Sie auf ein Symbol, um das Objekt auszuwählen, zum Beispiel auf Grafik. Mit allen vorheriges Element und nächstes Element Symbolen im Navigator selbst, in der Symbolleiste Navigation und auf der Bildlaufleiste können Sie nun zum vorherigen oder nächsten Objekt des ausgewählten Typs springen. Dies ist besonders nützlich, um zu Elementen wie Index-Einträge springen zu können, die sonst nur schwer im Text zu finden sind. Die in den Tooltips angezeigten Beschreibungen der Symbole wechseln in Bezug zur verwendeten Kategorie. Zum Beispiel nächste Grafik oder weitersuchen. Ciao und viel Glück!